Das erste offizielle Fußball-Länderspiel der Geschichte findet 1872 bei Glasgow statt. Vor gut 4000 Zuschauern trennen sich England und Schottland 0:0. 1982 erscheint Michael Jacksons Album Thriller. Das Album mit Hits wie Billie Jean oder Beat It ist mit rund 65 Millionen verkauften Exemplaren das kommerziell erfolgreichste aller Zeiten. Jackson gewinnt mit Thriller außerdem 8 Grammy Awards und das geschah in Österreich. Am Ende steht Hermann Mayer ein weiteres Mal ganz oben. Der Sieg im Super-G im kanadischen Lake Louise am 30. November 2008 zählt wohl zu den beeindruckendsten Erfolgen des Salzburger Ausnahmeskifahrers. Der letzte Weltcupsieg Mayers lag zum damaligen Zeitpunkt beinahe 3 Jahre zurück. Im Jänner 2006 hatte er noch die Abfahrt in Garmisch gewinnen können. In Lake Louise deutete zunächst nichts auf einen weiteren Triumph im Weltcup hin. Zwar sah sich der 35-Jährige im Sommer und Herbst 2008 eigentlich in guter körperlicher Verfassung, doch am 13. Oktober erlitt er bei einem Training im Mölltal eine Stauchung. Seither plagten den Herminator starke Rückenschmerzen. 2 Wochen vor dem Rennen in Kanada zeigte sich bei einer Magnetresonanztomographie ein 4 mm langer Riss in der Bandscheibe zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel. Mayer haderte, entschied sich aber schließlich doch für die anstrengende Reise nach Übersee. Ich war damals bei den Damenrennen in Espen, Slalom. Beim ersten Durchgang waren noch alle Journalisten an der Piste, wie es sich gehört. Zwischen den Durchgängen hat man dann geschaut auf dem Live-Ticker, den es damals schon gab, noch ein bisschen holpriger als heute, wie es beim Super-G von Lake Louise steht. Und auf einmal ist da eine Bestzeit entstanden von einem gewissen Hermann Mayer und alle Journalisten sind bis zum Ende dieses Super-G in Espen im Pressezentrum gesessen, weil sie sehen wollten, ob der Typ jetzt wirklich gewinnt. Dort hat kein Mensch damit gerechnet, sollte der letzte Weltcupsieg des Hermann Mayer bleiben, aber wirklich eine triumphale Geschichte und ja, die ganze Skiwelt war in Aufruhr, weil der Bursch wieder gewonnen hat, Weltklasse, ne? Mayer geht in Lake Louise zunächst bei der Abfahrt an den Start und wird nur 17. Beim Super-G am nächsten Tag schreibt der Herminator aber einmal mehr Geschichte, feiert nach dem Horrorsturz in Nagano 1998 und seinem Motorradunfall von 2001 sein drittes Comeback. Die Schmerzen scheinen wie vergessen. Mit einer Zeit von 1:29,84 holt er sensationell seinen 4. Super-G-Sieg in Lake Louise und seinen insgesamt 54. Sieg im Weltcup. 6 Zehntel dahinter folgt der Kanadier John Kutscherer, 3. wird Didier Küsch. In der Super-G-Gesamtwertung belegt Mayer am Ende der Saison mit 231 Punkten den 4. Platz. Der einstige Pressesprecher des Hermann Mayer war damals Journalist bei einer Tageszeitung. Und der PR-Mann des Skiteams, der Manfred Kimmel, der wollte immer alle legen, wollte immer alle am Schmäh halten. Und wir sind gestanden am Samstagabend am Balkon seines Apartments und er tupft mich so an, habe ich gewusst, er will wieder ein Legal bauen. Und dann fangen wir zum Reden an, sodass der Kollege von der anderen Tageszeitung gehört hat, das ist aber ein Wahnsinn, wenn in Denver wirklich am Montag der Mayer den Schwarzenegger trifft, das ist ja eine Riesensache. Ne? Dann hat mir der Fotograf von der Tageszeitung erzählt, dass der Kollege die Pressesprecherin vom Schwarzenegger angerufen hat und die gefragt hat, stimmt es, dass der Arne am Montag in Denver ist? Und die hat gesagt, nein, ich weiß nichts davon. Und der hat eine brüllt, lügen Sie mich nicht an, ich weiß genau, dass der Schwarzenegger nach Denver kommt. Ne? Ja, jedenfalls der ganz nervös gewesen. Und das Beste war, dann gewinnt der Mayer am Sonntag den Super-G. Das haben wir ja da nicht einmal noch gewusst. Ne? Und wir sind alle Journalisten sofort nach Beaver Creek übersiedelt, Sonntag gleich nach dem Rennen, um möglichst schnell den Mayer zu erwischen. Ne? Hat aber keiner, weil der Mayer hat, glaube ich, in Denver die halbe Nacht durchgefeiert gehabt, seinen Sieg. Und beim Frühstück habe ich das Glück gehabt, ich komme in das Hotel zum Frühstücksraum, sitzen der Mayer und der Walchhofer am Frühstückstisch und sagen, Servus, komm, setz dich zu uns. Ne? Und dann habe ich den Mayer natürlich die Geschichte von dem Schwarzenegger erzählt, der hat sie angehört ohne Ende. Und 1 Stunde später hat er seine Pressekonferenz gemacht, alle Journalisten versammelt. Auch der Besagte von dieser Tageszeitung, ehemaliger Pressesprecher. Und nach einer halben Stunde Reden springt der Mayer auf einmal auf und sagt, ich muss jetzt weg.
Und der sagt zu ihm, warum, was hast du? Und er sagt, ich habe einen wichtigen privaten Termin in Denver. Ne? Und der Kollege hat den Fotografen geholt. Und sie müssen nach Denver fahren und suchen, wo der Meier den Schwarzenegger trifft. Erstens einmal ist Denver eine Millionenstadt. Zweitens einmal war der Meier natürlich nie dort. Herrliche Anekdote, wird noch heute gelacht drüber. Namen sage ich bewusst keinen, aber der Kollege weiß, wer gemeint ist.